herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ich bin Vero und heute habe ich ein super, super, super cooles Video für euch. Denn heute habe ich ein etwas anderes Thema und zwar Schule. Aber wenn wir jetzt so Schule denken, dann denken wir so, hä, wieso Schule? Nee, und zwar es geht um die Schulsachen und zwar wie wir sie ordnen können und uns dafür vorbereiten können, damit es auch einfacher ist und für uns. Und dann auch noch schöner und dann vielleicht noch ein bisschen Freude in die Schule hinein tun, denn manchmal ist die Schule auch ein bisschen stressig, aber man kann es auch ein bisschen aufpeppen mit den Schulsachen. Und ja, dann werde ich euch heute verschiedene Varianten zeigen und dann denke ich mal, ohne weiterhin zu reden, werden wir mal starten. Okay, zuerst möchte ich darauf ansprechen, erst mit dem Rucksack. Der Rucksack ist manchmal ziemlich schwer und vielleicht passt uns sogar manchmal nicht alles im Rucksack. Und dann tun wir uns viele Ideen aufsammeln, wie können wir das jetzt verbessern, mit der Hand tragen oder so. Und dann habe ich ein bisschen überlegt, wie kann ich das für dieses Schuljahr verbessern. Und dann ist mir eine super coole Idee gekommen. Und zwar einen Ordner zu benutzen. Ich weiß, viele benutzen auch schon einen Ordner, bevor ich gekommen bin, mein Ordnerlieder. Ja, viele haben schon den Ordner benutzt, aber eigentlich nur für den Schnellhefter. Und ich fand aber auch, ohne den Schnellhefter ist immer noch viel im Schulranzen. Und es tut nicht so einen großen Unterschied machen. Also habe ich mich dazu entschieden, auch die Hefte hinzuzufügen. Aber so erstmal die Frage, wie die Hefte hinzuzufügen. Hä, es sind doch gar nicht gelocht oder so. Wie funktioniert das? Tja, ich habe eine Lösung gefunden nach auch einer etwas langen Überlegung. Jetzt nicht so lang, aber auch etwas eine kleine Überlegung. Ist mir dann auch eingefallen, ich habe im Geschäft Hefte gefunden, die schon gelocht sind. Und zwar, ich zeige euch jetzt mal erst auch mal mein Ergebnis. Und zwar, ich öffne hier meinen Ordner. Und dann sind hier diese Trennwände, die habe ich mir auch extra gekauft, damit man auch weiß, blau ist für Mathe, rot für Deutsch. Und dann habe ich hier so meine Hefte, voll cool. Hier, die sind so gelocht. Und dann guckst du einfach nur rein und dann hast du auch schon dein Heft. Und den kannst du rausnehmen zu jeder Zeit. Also einfach hier aufmachen, rausnehmen, Stunde fängt an und dann hast du nur das Heft und nicht den ganzen Ordner auf dem Tisch, weil das wäre auch ein bisschen zu viel. Und es ist auch sehr praktisch, zum Beispiel, wenn wir jetzt auch das Heft im Ordner hätten, aber kein richtiges Heft hätten, so wie ich jetzt hier, sondern nur lockere Blätter, dann gäbe es halt dieses Problem, wenn die Lehrer das Heft einsammeln wollen, dass wir dann kein gescheites Heft haben. Und dann, wenn wir jetzt aber hier gelochte Hefte haben in einem Ordner, dann ist es doch viel cooler und auch viel einfacher. Und dann ist der Schultransport allein ohne Hefte viel leichter. Also das war ein Riesenunterschied, als ich mit alles im Rucksack hatte und dann nur mit den Büchern und Mäppchen. Das war ein Riesenunterschied. Und ja, also das hat mir sehr gefallen. Und wie mache ich es mit meinen Schnellhefter? Es gibt leider keine gelochten Schnellhefter. Also hier habe ich nur lockere Blätter. Ich habe sie jetzt aber nicht direkt einfach so locker und da drin gelassen, sondern ich habe sie, ich zeige euch jetzt nochmal mein Beispiel, ich habe sie im Heft reingetan. Habe ich hier ein Beispiel? Warte, hier habe ich kein Beispiel. Zum Beispiel in Deutsch habe ich ein Beispiel. Mathe sind jetzt Blätter nicht so Ding. Hier, rot und dann Deutsch. So, hier. Dann habe ich hier die Blätter so mit. Dann habe ich die Lücke von dem Blatt mit der Lücke vom Heft so dran gemacht. Und dann so rein. Und dann ist das Blatt in dem Heft sozusagen. Und dann ist es auch schon viel besser. Und dann nimmst du immer nur das Blatt raus, was du auch im Moment benutzt oder brauchst oder lest, was auch immer. Und ja. Und jetzt auch, manchmal kommt es auch dazu, dass die Lehrer auch die Schnellhefte einsammeln wollen. In dem Fall habe ich mir einen Schnellhefter gekauft, der ist aber neutral, keine Farbe, nur rot für Deutsch. Ich habe mir nicht für jedes Fach eine bestimmte Farbe geholt, sondern ich habe mir ein durchsichtiges geholt
und dann tue ich halt immer, wenn der Lehrer von dem Fach diesen Schnellheft einsammeln möchte, alle Blätter von diesem Fach in diesem Schnellheft da rein tun und dann gebe ich es ab und dann ist auch schon das Problem gelöst. Und ja, und das macht mir wirklich den Schultag wirklich einfacher und ich finde es auch richtig schön, einfach mal so mit dem Ordner zu laufen. Ich mag das eigentlich richtig und dann auch mit meiner Lieblingsfarbe, passt doch. Und ja, so habe ich es gemacht mit meinem Ordner und so wirkt auch der Rucksack viel leichter. Etwas, was ich vergessen habe zu sagen, ist, ja, jetzt die Frage, ich habe ja meine Hefte, die gelocht sind im Laden schon zu kaufen. Okay, aber ich habe hier gar nicht über meine Umschläge gesprochen. Diese Umschläge gibt es nicht gelocht im Heft. Einfach eine super Idee jetzt genommen. Und zwar, ich habe mir alle Umschläge in der bestimmten Farbe gekauft, ganz normal, ohne gelocht. Und dann habe ich hier so ein extra Locher, ein Locher. Und habe dann meine Umschläge dementsprechend, wo die Lücken in meinem Heft sind, dann so gelocht an der bestimmten Stelle. Und wieso nicht mit einem normalen Locher? Weil es nicht klappen würde, weil die Löcher schon ziemlich weit drinnen im Umschlag sein sollen. Also hätte ich es jetzt mit einem Locher gemacht, mit einem normalen Locher, dann wären die Lücken erst hier gewesen, ganz weit vorne. Und das hätte nicht gepasst für den Ordner. Aber mit einem Einlocher kannst du so tief reingehen, wie du möchtest. Und dann habe ich es genau entsprechend dahin gestellt, die Lücke, wo ich sie auch wollte. Und es war ziemlich billig, also es ist nicht teurer. Eigentlich, diese Idee, die ich hier mit dem Teil habe, ist sogar billiger, wie wenn ihr jetzt viele Schnellhefter kauft und da alles vielleicht normal stellt. Das ist dann billiger eigentlich und dann bringt es auch noch mehr wie das andere. Und ja, hier habe ich ein Locher und ja, das fand ich voll cool. War ein bisschen Arbeit, aber es hat sich super gelohnt. Okay, das nächste Thema, das ich ansprechen möchte, und zwar die Verzierung im Heft. Also wir haben schon das ganze Gewicht vom Rucksack weggemacht und jetzt um die Verzierung des Heftes. Ja, das, also mir macht es sehr Spaß, mein Heft zu verzieren. Und umso kleinere Details du im Heft hast und umso mehr Mühe und viel mehr Farben du benutzt im Heft, umso schöner wird dein Heft und auch fröhlicher, farbenfroh. Das wird wirklich viel schöner wie ganz normal einfach nur mit Füller schreiben und dann so ein ganz trockenes Heft. Nein, mit Farben und so kleinen Verzierungen wird alles viel schöner. Und jetzt möchte ich euch auch ein paar Beispiele zeigen, wie ich es zum Beispiel in meinen Heftern gemacht habe. Und dann werde ich euch auch extra noch auf ein Blatt mehr Varianten zeigen, was ihr machen könnt. Und ja, dann fange ich erstmal so an. Ja, also die Überschrift ist erstmal sehr wichtig und auch das Datum kann man sehr schön verzieren. Es gibt so viele verschiedene Arten und dann ist es auch ganz wichtig, ich zeige es euch jetzt mal erst. So, was ich mit Überschriften meine, ist das hier. Schaut mal, hier erstmal so die Überschrift. Ich zeige euch gleich, wie ich es genau mache, aber erst möchte ich euch ein paar Beispiele zeigen. So, hier sieht es ungefähr aus, so. Ganz farbenfroh, für jede Überschrift auch eine andere Farbe und sobald wir alle Farben benutzt haben, dann wieder von vorne anfangen. Das ist eine Art von Schriften. Hier habe ich noch eine benutzt, wo ich außen halt noch ein paar Pfeile gemacht habe. Mein Datum habe ich hier so in einen Kalender gemacht. Das finde ich voll süß und voll schön, so einfach mal so einen Mini-Kalender zu machen. Diese Idee liebe ich. Und auch ganz wichtig ist, dass wir auch Abtrennungen machen und Kästchen. Hier zum Beispiel immer schön Kästchen machen. Hier ist wieder eine Überschrift mit meinem Kalender. Abtrennungen sind auch ziemlich wichtig. Man kann auch da, wenn man auch für Tests lernt oder sonstiges, auch einfach so, wenn man Kästchen außenrum macht um jedes Thema, hat man eine bessere Übersicht und kann auch viel schneller klarkommen, wie einfach so locker zu schreiben. Da kommt man klarer. Und ja, ich zeige euch hier noch ein Beispiel hier in meinem Heft. Ich hab,
Ah ja, und hier habe ich halt meine Arbeitsblätter, habe ich dann halt im Heft. So, welche Beispiele kann ich euch noch zeigen? Hier ganz farbenfroh und hier ist nochmal eine andere Art von Überschrift. Erst habe ich es groß mit einem Marker geschrieben und dann nochmal in Schreibschrift klein, so oben drüber mit Füller. Und ja, das sind halt so verschiedene Arten, die ich habe. Und die finde ich halt richtig schön. Und dann wirkt auch das Heft viel schöner und dann hat man auch schon mehr Spaß dran. Also jedes Mal, wenn wir dann so was im Heft schreiben müssen, dann freue ich mich so richtig, weil ich dann weiß, jetzt geht's auch ins Verzieren und Schönmachen und Ordnung. Und ja, und dann werde ich euch jetzt auch mal genauere Beispiele zeigen. Jetzt zeige ich euch mal verschiedene Überschriften. Es gibt viele verschiedene Arten von Stiften, die ihr benutzen könnt. Es gibt hier Fineliner, dick und dünn. Es gibt aber auch natürlich normale Marker, die ich auch benutzen werde. Ich habe hier auch noch spezielle Stifte, die so Lettering-Stifte sind für spezielle Arten von Schreiben. Hier ungefähr so. Aber es ist egal, ihr könnt Stifte benutzen, die ihr zu Hause habt, die ihr habt, die euch gefallen und auch die Farbe. Es sind jetzt nur die Stifte, die ich jetzt habe und benutzen werde. Zeige ich euch mal die verschiedenen Überschriften. Die erste ist ganz einfach. Dafür brauche ich nur einen etwas dickeren Füllstift und schreibe den Titel mit etwas mehr Platz hin, mit Lücken auch so. Und dann tue ich an den Rändern Pünktchen hinmachen. Das wäre eine Option. Die zweite wäre auch, zwischen jedem Buchstaben einen Punkt zu machen. Es sieht auch ganz schön aus und das kann man auch mit Farben machen. Die zweite Überschrift, dafür benutze ich einen Marker und schreibe alles in groß, den Titel, in Druckschrift. Und danach tue ich mit einem Füller kleinen Schreibschrift nach drüber schreiben. Ich finde, es sieht ganz schön aus und es braucht auch nicht viel Aufwand. Und dann kann man auch noch an den Rändern Pfeile hinzufügen. Jetzt zeige ich euch eine sehr schöne Überschrift. Und zwar, ich schreibe erst den Titel ganz normal hin. Und danach tue ich ein Viereck außenrum machen, ein kleines Kästchen, ganz nah auch. Und dann mache ich noch ein Kästchen außenrum, aber mit etwas mehr Platz, also etwas genügend Platz. Und ja. Und dann, glaube ich, erkennt man schon ganz leicht die Form. Ich mache daraus einen Mini-Kalender. Ich tue da noch ein paar kleine Bögen hinzufügen, damit es auch so aussieht. Und ich finde, es ist eigentlich ganz süß. Und danach tue ich es anmalen mit einer Farbe, ganz egal welche. Und ja, dann wird draus ein Kalender. Hier zeige ich euch eine Überschrift, die etwas mehr Aufwand braucht, aber sehr schön ist. Dafür benutze ich einen Fineliner, der etwas dicker ist und tue die Buchstaben etwas runder machen. Ich glaube, man kann es verstehen. Und dann tue ich es anmalen in einer Farbe, die mir gefällt. Ja, zur Auswahl. Und danach tue ich mit einem schwarzen Fineliner in dünn nochmal drüber fahren, aber nur zur Hälfte und mit etwas Abstand, sodass man auch etwas weiß sehen kann, damit es in irgendeine Form wie 3D aussieht, aber auch nicht hundertprozentig. Das finde ich eigentlich ganz schön so. Und dann kann man noch Strichelchen oder Sterne hinzufügen. Das hier ist einer meiner Lieblingsüberschriften. Dafür tue ich nur in einer schönen Schreibschriftart mit einem etwas dickeren Fineliner etwas hinschreiben, also einen Titel halt, und dann noch außenrum klein mit kleinen Sachen schön verzieren. Es braucht auch nicht so viel Aufwand. So, jetzt zeige ich euch ein paar Datums, wie ihr sie schreiben könnt. Zuerst schreibt ihr das Datum ganz normal hin und dann mit einem Marker ein Kästchen außenrum machen, die untere Linie etwas dicker. Und dann tue ich mit einem Füller oben ein paar Bögen machen und dann sieht es auch schon wie ein Mini-Kalender aus und es braucht auch nicht viel Zeit. Die zweite Option wäre, das Datum einfach so hinzuschreiben, den Monat hinzuschreiben und dann die Zahl, also welcher Tag heute ist, groß zu schreiben.
Und dann außenrum kein Kästchen zu machen, sondern mit einem Lineal eine sozusagen Flagge zu machen, wenn ich das mal so nennen kann, in der Art. Ich glaube, man versteht mich. Und dann den Monat von der Zahl abtrennen und dann sieht es auch wieder ganz schön aus. Und es braucht auch nicht viel Zeit. Eine weitere Option fürs Datum zu schreiben wäre mit einem Fineliner erstmal so eine lange Linie zu machen und dann wieder so eine Art Flagge hinzustellen und dann da drin das Datum hinschreiben. Entweder nur Zahlen oder ungefähr so. Und dann kann man es auch noch anmalen oder einfach so lassen, jeder seine Wahl. Und dann finde ich, sieht es auch ganz schön aus. Eine andere Option wäre, ist erstmal eine Linie zu machen und dann an den Rändern Pünktchen zu tun und am einen Ende das Jahr hinzuschreiben und dann zwischendrin irgendwo das Jahr hinschreiben mit einer Mini-Flagge. Jetzt kommt eine Art Lettering-Schrift. Und zwar, ich tue es normal hinschreiben und dann tue ich mit einem Feinliner in Schwarz nochmal umranden. Da kann man schöne Farben aussuchen. Und ja, also so eine Lettering-Schriftart. Und danach tue ich es mit einem weißen Stift noch ein bisschen nachfüllen, so als wäre es so ein bisschen so mit Schatten. Und diese weißen Stifte sind eigentlich nicht so teuer und dann sieht es auch wirklich schöner aus. Diese Schrift ist ähnlich wie eine andere, die ich gezeigt habe, aber mit etwas anderem. Zuerst schreibt man den Titel hin, etwas rund wieder und ja, in einer bestimmten Farbe. Und dann tut man es nur zur Hälfte mit dem Stift anmalen, wie man es auch damit geschrieben hat. Und die andere Hälfte lassen wir erstmal aus. Und danach tun wir mit einem anderen Stift die untere Hälfte anmalen. Es soll vielleicht dieselbe Farbe sein, aber etwas dunkler oder heller oder irgendeine Farbe, die auch schön zur anderen Farbe passt. Und dann hat man auch schon eine richtig schöne Überschrift und was Neues. Und jetzt, um es noch ein bisschen mehr zu verzieren, hole ich wieder meinen weißen Stift und tue so ein paar Schatten sozusagen machen. Auf diesem Blau sieht es wirklich wunderschön aus. Also diese Stifte lohnen sich. Um ein ordentliches Heft zu haben und es auch schöner zu gestalten, mache ich so Kästchen außenrum von jedem einzelnen Thema. Und so tue ich es. Ich tue auch noch so wie einen Minischatten machen oder ein zweites Kästchen im Hintergrund. Und ich finde, es sieht eigentlich so ganz schön aus. Und es ist auch nicht so schwer und man braucht auch nicht so viele Stifte. Hier zeige ich euch ein paar Beispiele, wie euer Heft aussehen könnte oder wie ich es halt mache mit meinen Überschriften. Und das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch ein bisschen geholfen mit dem Gewicht vom Rucksack und auch die Ideen von den Titeln und so Überschriften. Und ja, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr auch mehr von diesen Videos wollt, könnt ihr es mir gern unten in die Kommentare schreiben. Ich mache sie auch wirklich gerne. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und außerdem ist es einfach und gratis. Und hier auf diesem Kanal macht es sehr viel Spaß. Und unterstützt dieses Video mit einem Like. Und dann sehen wir uns in einem weiteren Video. Tschüss!